Ja, dann gehen wir noch mal schlafen. Glaub, das Labor ausbauen. Hier ist der Kürbis. Gut, jetzt haben wir alle Zutaten. Jetzt müssen wir dem Zaubertrank nur noch einen Namen geben. Schauen wir mal. Was bewirkt er? Riesengröße. Jeder, der diesen Zaubertrank trinkt, wird so groß wie ein Berg. Ich hab's. Benennen wir ihn nach der fiktiven Figur aus dieser einen Geschichte. Gulliver, ja, das klingt gut. Der Trank wird sich auf dem Zaubermarkt gut verkaufen. Hier, du hast dir eine Probe verdient. Gulliver-Trank. Denke nun schon einige Zeit darüber nach. Immer wenn ich mit dir rede, in diesem Umhang siehst du aus wie ein Prinz. Ein Prinz? Kennst du die Geschichte der Prinzen nicht? Die Prinzen waren ganz besondere Menschen und sie trugen solche Umhänge. Aber das Wichtigste ist, dass sie mit Hilfe ihres Kristallherzes Magie steuern konnten. Und du denkst, dass ich... Also, dass ich ein Prinz sein könnte. Ja. Es ist ziemlich unwahrscheinlich, aber wir können es herausfinden. Wie? Versuch, einen Zauberspruch mit einem Magierstab auszusprechen. Ich zeig dir, wie man einen herstellt. Du wirst allerdings etwas Kristall brauchen. Stab. Stell einen Magierstab her, um deine Kräfte zu testen.
Hier, ich habe einen Stab. Gut gemacht. Denk jetzt an Feuer und Flamme, an Licht. Feuer ist das erste Element. Konzentriere dich und feuere eine Flamme mit deinem Stab ab. Feuer. Nichts passiert. Du bist kein Prinz, junger Mann. Manchmal halten wir uns für wichtiger, als wir sind. Aber keine Sorge, Zaubertränke helfen dir. Wie jemand ganz besonders auszusehen. Ich habe im Moment keine Aufträge, sprich beim nächsten Besuch nochmal mit mir.
Goliath, Navigator der Sternennebel und Weltraumpirat. Ich esse sehr gerne, man könnte sogar sagen, ich liebe es zu essen. Für einen leckeren Happen würde ich jeden Planeten betreten. Unser gemeinsamer Freund Bran, der Koch, erzählt mir von einem kleinen Planeten und einem Kind mit guten Kochküssen. Als ich den Dai-Steinpilz probierte, konnte ich mich nicht zurückhalten. Ich musste Bram entführen und einladen, um mich herzubringen. Ich will diese Gaumenfreude noch einmal erleben. Arko, bereite das Gericht zu. Er kriegt gute Laune, wenn er etwas isst, das ihm schmeckt. Ich würde mich sehr freuen, Herr Goliath, ein Drei-Steinpilz-Gericht für dich zuzubereiten. Dir fehlt noch etwas, um den Auftrag zu beenden. Was für ein unvergessliches Aroma, das ist sogar mehr wert als eine ganze Truhe voller Smaragde. Hier, ein paar Münzen für deine Unannehmlichkeiten. Ankerlicht, ich bringe Herrn Bram nach Hause. Aber ich komme bald zurück, ich möchte weiterhin von dir zubereitete Köstlichkeiten probieren.
Pfannkuchen gekocht.